Ach, der tätowiert ist wieder da. Manchmal macht er das Ausweichen auch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Finde ich auch manchmal toll. Du sollst nach vorne ausweichen, deswegen drücke ich halt X. Ah ja, ja, super. Na komm, Leon, weißt du, manchmal könnte ich dich... Hier, fangen. Ja, der hat geschmeckt, ne? Ja, der macht richtig Schaden, der Vampirkiller. Habt ihr nicht mehr so das Lachen? Den nehmen wir mal mit hier, danke. Warum greift er jetzt nicht an? Mein Gott, Leon! Oh, ich glaube, ich wäre jetzt tot gewesen, wenn ich jetzt nicht aufgepasst hätte. Oh, ich glaube, wie viel... Oh, nee! Ihr schon wieder, ne? Er greift nicht an. Wenn ich auf Viereck drücke, machst du nur auf Seitenangriff. Er ist schon wieder nicht. Mein Gott, ey, was ist denn los? Enken sind die schlimmsten Gegner überhaupt hier. Ey. Das ist, da kannst du nur fernbleiben von denen, weil du kannst nicht direkt auf die einschlagen wie ein Irren. Das hilft dir nicht. Wie viel gibt's denn von euch? Warum schlag doch zu, wenn ich ausweiche? Ich drücke ja nicht umsonst die ganze Zeit Viereck, du Eierpfeile. Mamma mia, ey. So, meine... Ach, da ist ja noch einer. Hallo. Da ist noch einer hier. Dankeschön. Meine Fresse, ey. Eine Geburt hier. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Ja, jetzt sag nicht, ich muss wieder den ganzen halben Weg. Oh Gott. Einfach durchlaufen. Gut, vorbeigekommen. Oh Gott, die sind ja auch noch da. So, ja, jetzt bin ich genau da, wo ich hin wollte. Ja, ist okay, ich sehe, jetzt hat die zu, ist die Tür. Warte mal, hier war doch was falsch hier und startet ihr den Mark hier. Da, die Fackel. Da ist noch eine Fackel. Meine Güte. Die 2 Sekunden schaffe ich ja wohl. Zum Glück habe ich die Fackel direkt in der Nähe angemacht. Ich bin jetzt aber schwarz geärgert noch hier. Trinken wir mal einen Trank hier. Bin ich ja sicher. Wieder so ein. Oh nein, nicht ihr auch noch. Ja, komm!
Todesschnitter sind die ekelhaftesten Gegner. Meine Fresse! Jetzt hätte ich das Kreuz bei mir gehabt. Das Kreuz hat jetzt sehr gut geholfen hier, weil das... Der Schild nicht so abwehrt von denen. Mensch, komm her, du... Oh, tschüss. Mamma mia, ey. Boah, trink den Harnisch später, den Sonnenharnisch. Den kaufe ich mir auch gleich direkt, wenn ich wieder da zurück bin bei Rinaldo. Hallo, drück Select, geh raus da. Mamma mia. Warum muss ich die ganze Zeit noch die ganze Zeit den Sound auch zuhören? Ich denke, hier Lexia habe hier. Ja, auf einmal noch der Feuertanz. Meine Fresse, Leon, wenn ich ausweichen drücke, hast du auszuweichen. Meine Güte, Junge, ey. Ja. Jetzt kann ich hier Zauberkarten fahren, wie sonst einer, aber kann ich nichts anfangen. Er haut nicht zu, wenn ich zur Seite springe. Alter, Leon, du gehst mir echt gerade auf die Nüsse. Sumurai, Ostuwoi. Hier, next. Ja, next. Na, schade, dass das nicht jetzt so mit den Kreuzen funktioniert. Da haben sie das weggemacht. Also sonst kannte man ja von den früheren Teilen mal, dass das Kreuz immer so hier der Boomerang war. Aber das haben sie ja hier weggemacht, ja. Und hier ist ein Kreis. Oh Mann, ey. Naja, besser jetzt als später. Weg mit dir jetzt. Ich glaube, die ganzen Mini-Tränke, die kann ich alle verscherbeln. Ich brauche so später die stärkeren Tränke. Ach du Scheiße. Nee, ich vertreib mir jetzt nicht die Zeit mit euch hier. Einfach hier durch. Boah, ja, genau. Und so einer hinter eine Zwiebel bekommen, gerne. Er schlägt einfach nicht zurück, wenn ich einfach Ausweich drücke. Nein, aber den zweiten Ausweich, den macht er locker, weißt du? Aber den anderen. Eine Konterattacke hat er keinen Bock drauf. Boah, ey. Letzter Trank, toll. Oh, was erwartet mich jetzt hier für ein Unheil? Oh, Finsternis. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ach ja, ach, jetzt kannst du das auf einmal. Weißt du, vorher in den anderen Raum da juckte dich nicht einmal, ob du da. Ach, vergiss es. Wenn wir schon drüber reden, machst du das ja sowieso nicht wieder. Boah, Junge. Und du kannst den auch einen Sprung auch nicht so richtig lenken, auch so. Du bist halt, du musst genau abpassen, wann du, welchen Sprung du hier gerade abziehst hier. So. Guck mal, was hier für ein Unheil ist. TP höher. Ja, jetzt habe ich aber ganz schön eine lange Leiste bekommen. Das hört sich jetzt zwar richtig falsch an, was ich hier gerade von mir gebe, aber.
Ist so, ist Tatsache. Ist auch nichts anderes hier, ne? Ne. Wirklich nicht? Ich springe jetzt einfach mal aus Jockey rüber. Ja, haha, von wegen, da ist nichts. Mhm, von wegen. Da ist doch nur Schatten, hör auf zu schreien, du Eierkopf. Mach eine Kerze an. Warte mal. Hab ich noch Energie hier, magische? Ne, gerade nicht. Aber ich kann. Moment. Das ist doof. Ich habe ich nur einmal und den brauche ich eventuell. Dann auf gut Glück. Oder auch nicht. Alter, meine Fresse, Junge. Ey, du bist genau drauf gewesen, auf zu schummeln. Ja, okay, hat keinen Sinn. Ich muss das Mana-Prisma benutzen. Bevor ich hier gleich einen Horror kriege hier mit dem. Er springt da auch noch daneben! So, erstmal gehe ich wieder darüber. So, hat keinen Sinn mit dir, sorry. Aber ich muss jetzt das Mana-Prisma nutzen. Gibt's nicht was anderes hier? Warte mal. Was haben wir denn eigentlich hier die ganzen Dinger hier auf sich hier? Kann man hier die Zubehör hier, wo ist denn jetzt hier der Juwelenzermalmer? Genau, warte mal. Ich glaube, jetzt müsste ich mal hier die Juwelen. Oh, cool. Shane Wall, Speed fand ich Energie. Fegt den Gegner hinweg. Waffenwechsel. Okay, cool. Ich kann damit einfach automatisch meine Waffe wechseln. Feindliche Energie. TP wiederherstellen. Rubin. Schaden überall. Zirkon vermehrt Geld. Oh, cool. Ich kann damit Geld herstellen. Okay. Das verstehe zwar den Sinn nicht an den Dingen, aber okay. Lass mal so. Ich würde das Mana Prisma jetzt benutzen. Ja, toll. Also da hätte ich das auch mehr sparen können. So. Geht doch. Ja, da haben wir doch. Schlossjuwel. Dieser Stein öffnet das Gefängnis, das auf ewig versiegelt wurde. Den habe ich gesucht. Damit kann ich mich auch jetzt hier verkrümmeln. Jetzt kann ich jetzt mal wieder den unteren Geleger. Was sagt mein Gold eigentlich? 17.000, wunderbar. Jetzt kann ich mir auch direkt mir die Mondharnisch holen. Sonnenharnisch meine ich. Und dann kann ich mit den Karten anfangen. Und mit dem Gefängnis da warte ich noch. Das mache ich zuletzt, kurz bevor ich zum Endboss gehe. Ja, willkommen. Schön zu dir heute. Ein Sack voll Geld. Sonnenharnisch, her damit. Na, war das. Wie ein Diamant eigentlich. Was macht der? 10.000. Sehr schöner, kostbarer Edelstein. Geburtsstein für Aprilgeborene. Alles klar. Ist alles. It must be tough, but hang in there. Ja, ich halte das schon durch. Danke aber für die Zuneigung und ewige Schulterklopferei. Aber ich schaffe das schon. Irgendwie. Gut, warte, ich brauche ein bisschen Mana, muss ich schon festhalten. Jetzt muss ich überlegen, wo geht's jetzt lang? Was habe ich jetzt an Prozent schon mal?
Oh, ich habe ganz schön 4% Relikte technisch. 1, 2, 3, 4, 5 Relikte gibt es noch hier. Also die Relikte, die ich jetzt noch erhalten werde, die will ich selber nicht mal kennen. Das ist das Lustigste an der Sache, ja. Gut, ich werde mich jetzt auf dem Weg jetzt so mal zum schwarzen Wasser-Dingsbums hier, etc. hier. Ihr wisst schon, was ich meine, ja, diesen. Aber ich werde erstmal speichern hier. Mein Gott, ich habe schon lange nicht mehr gespeichert, ey. Wird mal Zeit hier. Speichere ich direkt mal. Den ersten Palast des dunklen Wassers, da gehen wir jetzt gleich hin. Ich habe ja jetzt hier den schwarzen Schlüssel. Und gucken, wo dann dieser Eisdämon ist, wenn ich die Eispeitsche noch kriegen kann. Der muss ja auch irgendwo noch sein, ich weiß das. Ich weiß aber noch nicht mehr genau wo. Ich werde es irgendwann aussenden. Bis dahin sage ich schon mal, wir sehen uns. Ne, warte mal. Ich überlege gerade, wo ich jetzt wirklich hingehe. Das mache ich gleich in Ruhe. In der Zeit mache ich jetzt mal hier den Schnitt. Und dann überlege ich mir den Zeitpunkt, wo ich gleich hingehe. Und dann sehen wir uns auch an dem Punkt dann wieder. Bis zum nächsten Part dann. Tschüss.